Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin ja auch schon mit einem neuen Summoners War Video. Frisch aus meiner Wohnung. Nach Feierabend um Mitternacht. Nein, so spät ist es gar nicht. Heute gibt's eine spannende Ankündigung und ich war selbst überrascht, als ich das Bild eben auf meinem Discord-Server gesehen habe, weil ich es vorher gar nicht mitbekommen habe. Und vielleicht hat es einer von euch oder der ein oder andere von euch auch noch nicht mitbekommen. Die tolle Nachricht, dass wir ein schickes LD Net 4 in der nächsten Halle der Helden bekommen, beziehungsweise uns wird Shige erwarten und das ist ein richtig, richtig, richtig cooles und auch sehr starkes Monster. Gut für die meisten, eher nicht so gut für mich, weil ich dieses Monster schon besitze und das ist natürlich sehr schade. Also so ein Dark Forster wäre natürlich mega cool für meinen Second LD Account gewesen. Nur baue ich da ja nicht Monster, die ich schon auf meinem Hauptaccount habe. Also wäre spannender gewesen, wenn wir irgendwas Neues bekommen hätten, nicht etwas, das ich schon besitze. Aber gut, dementsprechend werden wir heute mit Shige ein bisschen spielen. Also ich stelle euch ganz kurz den Typ hier erstmal vor und sage so zwei, drei Sätze zur Halle der Helden allgemein. Danach werden wir aber mit Shige mal kurz in den GK hüpfen und zum Schluss werde ich ihm 222 Crit Damage Runen geben, meine klassischen Runen, die ich auf vielen Monstern schon getestet habe. Und dann schauen wir mal, wie viel Schaden dieser Dude wirklich raushauen wird. Falls euch das Gequatsche jetzt gleich nicht interessiert, spult einfach im Video einfach nach vorne. Und falls ihr alle News immer haben wollt, dann kommt gerne in den Discord-Server. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt, jedenfalls die, die da aktiv sind. Ich versuche aktuell aktiver auf Instagram und auch auf Twitter zu sein. Ich versuche dem Ganzen mal wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Die Kanäle habe ich schon längere Zeit stiefmütterlich behandelt und naja, mal sehen, was rauskommt. Ich mache aktuell sehr viel da auf diesen Channels und mir macht sehr viel Spaß. Deswegen teste ich da so ein bisschen rum. Okay, zur Halle der Helden. Wir wiederholen das irgendwie jeden Monat, langsam reicht es irgendwann. Farmt so weit ihr könnt und versucht Freundschaftsmonster mitzunehmen und es lohnt sich, egal welches Monster da kommt. Diesmal lohnt sich das aber definitiv, weil es ein cooles Monster ist. Deswegen will ich gar nicht viel zu der Halle der Helden sagen. Einfach farmen. Widersprecht mir nicht, macht es einfach. So viel dazu. So, diesmal kriegen wir einen Dark Samurai. Die Samurais an sich sind nicht so beliebt. Also die normalen Elemente, die Light and Dark Variante war schon immer beliebt und ist auch sehr cool. Samurais sind eins der wenigen Monster, die 4 Skills haben und dementsprechend auch extrem viele Skill-Ups benötigen. Deswegen lohnt es sich hier mehr zu farmen. Außer ihr habt 300 Samurais im Lager, so wie ich früher. Mein Shige hat aber auch alle Skill-Ups schon, deswegen können wir den gleich ganz gut testen. So, lesen wir uns das Ganze mal durch. Beim Erwecken kriegen wir Stats. Das Beste, was man in diesem Spiel kriegen kann durchs Erwecken. Hier sogar Crit Rate, was perfekt ist für einen Damage-Dealer. Lesen wir uns die Skills einfach mal durch. Schwingen. Greift den Gegner mit einem flinken Schwertangriff an. Senkt mit 50% Chance die Verteidigung des Ziels für 2 Runden. Dieser Skill aktiviert mit 20% Chance das Schwert des höchsten Himmelswolfes. Und die Aktivierungschance erhöht sich zusätzlich um 10%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Also das letzte hier, also der letzte Skill. Was ganz cool ist, First Skill, Chance auf Defense Break, mega nice. Zweiter Skill, Doppelt Slash, greift den Gegner mit 2 raschen Angriffen an und fügt ihm für 2 Runden kontinuierlichen Schaden zu. Der Skill aktiviert mit 30%, bla 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 bla. Versteht das Ganze? Also hier haben wir Dots und Crit Rate sollte hoch sein, das haben wir schon aus den ersten 2 Skills erfahren. Sollte eigentlich immer bei Damage-Dealern hoch sein. Entweder ruhen wir ihn auf Crit Rate in Slot 4 oder wir haben allgemein sehr viel Crit Rate in den Stats, wenn wir Crit Damage in Slot 4 haben. So, dritter Skill, Dunkler Slash, greift alle Feinde, also AOE, zweimal mit Energie rabenschwarzer Dunkelheit an. Jeder Angriff verursacht 25% mehr Schaden, wenn der Gegner unter schädlichen Effekten steht. Oh, können wir das vielleicht gleich ausnutzen? Und 30% mehr Schaden, wenn das Attribut des Ziels Licht ist. Damn, da kann man sehr viel Schaden rausholen. Diese Fähigkeit hat eine Chance von 70%, das hier auszulösen. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Skill.
Schwert des höchsten Himmelswolfes greift alle Feinde mit einer geheimen Technik an, die einen großen Schaden zufügen und ignoriert alle vorteiligen Effekte, welche den zugefügten Schaden reduzieren. Generiert ein Schild, das proportional zu deinem Level ist und hält eine Runde lang, wenn Schwert des höchsten Himmelswolfs aktiviert ist. Also sehr cool, sehr schöner Damage-Dealer mit einigen nützlichen Mechaniken, wie zum Beispiel AOEs, Defense Break, Dots. Was will man mehr? Und der vierte Skill wird halt öfter getriggert, wenn wir sehr viel Crit Rate haben, was bei Damage Dealern allgemein immer sehr von Vorteil ist. So, meine Art. Ich glaube, die Runen nur für Neko gehabt damals, deswegen ist er sehr slow. Schaut euch das mal an, 26 Speed, ey. Naja, nicht so wirklich schnell. Die Stats sind, also die Base-Stats, ja, so ignorieren wir das Grüne hinten, sind okay. Die HP ist extrem low, das Ding ist wie eine Papiertüte, die von allen möglichen Sachen zerfetzt werden kann. Also Shige ist nicht wirklich tanky, kann dafür aber sehr viel Damage raushauen, 911 Base Attack, ziemlich schick. So, Skill-Ups sind komplett max, wie ihr hier seht. Der sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Und meiner hat, Wille, broken. Wir sind auf Attack, Crit, Damage, Attack, das sind die Runen. Wie gesagt, die sind nicht so speziell, die werden wir auch gleich austauschen. Ist ganz cool, dass er auch ein paar Multi jetzt hat, deswegen habe ich ihn damals einfach mal so random aus Fun für Necro benutzt. Nicht, dass das ein sinnvolles Necro-Monster ist oder so, einfach nur mal so getestet. Ich würde sagen, wir nutzen den, vielleicht hier oben können wir den gut benutzen. Also wir machen hier mal einen Kampf mit dem, schauen mal, ob er überlebt oder nicht. Das ist bei dem Theomas, also wir werden den oben benutzen, beim Theomas immer so eine Glückssache. Wir versuchen es einfach mal und schauen, wie sich das Ganze ergibt und was da rauskommt. Und dann werden wir gleich mal ihn in Arena mit so einem vorgefertigten Team, also dass wir ein paar Dots auf die Gegner legen und so, mal testen, wie es dann aussieht, ob wir so ein bisschen mehr Schaden rausholen können mit den 222 Crit Damage Runden. So, was können wir mit ihm kombinieren? Vielleicht einen Reviver, damit er nicht stirbt. Nein, wir nehmen... ich habe Lust auf noch irgendwie einen Damage Dealer oder irgendwas, das die Gegner ein bisschen aufhält vom Moven. Vielleicht könnten wir wirklich einen Okeanos nehmen, der eigentlich bei mir komplettes Support gebaut ist, damit wir die Gegner so ein bisschen stunnen und ein bisschen resetten können. Das wäre vielleicht ganz gut. So, unten ist mir das ganze Ding einfach egal. Wir machen die damit kaputt. Let's go. Ich schneide euch das, glaube ich, unten raus. Es geht mir nur um Shige heute. Okay, so. Ist mir relativ egal, was die Linke macht. Wir setzen den einfach mal zurück. Hat sogar geklappt, okay. So. Ihr seht schon, geht direkt aufs Gefährliche, auf das richtige Monster und er geht aufs richtige Monster. No, Leute. So, machen wir einfach mal den zweiten Skill bei Fumas und schauen mal, wie es aussieht ohne Defense Break. Bam. Naja, ich glaube 17.000 oder so. Not bad, ganz okay, so Theomas, goodbye. Und jetzt können wir den dritten Skill, oh Gott, die klaut den Turn, ha? Sonst hätten wir schon mit ein paar Debuffs auf sie draufhauen können, das wäre eigentlich ganz schick gewesen. Jetzt leider nicht, machen wir mal Dunkelslash ohne Defense Break. Sieht relativ schwach aus, sehr schwach sogar. Wir haben jetzt das Schwert des Himmelsdings. Da können wir jetzt allerdings nicht wählen, ob wir den Skill nehmen wollen oder nicht. Wir müssen den nehmen. Das ist so ein kleiner... Außer wir werden provoked oder gestunt. Dann... Oh. Wait. Der ist dann weg. Wow. Habe ich selbst noch nicht erlebt. Also habe ja nicht oft mit dem im PvP gespielt, sondern eher so automatisch in Dungeons. Krass, der ist dann weg. Wenn wir das nicht auslösen konnten, dann ist es einfach weg. So, wir haben es aber wieder, Gott sei Dank, sehr schnell. Und jetzt ist wieder ein Defense Break drauf. Vielleicht kriegen wir es jetzt mal hin. Endlich mal mit Attack Buff und einem Defense Break auf den Gegnern, dass wir endlich mal das Schwert machen können. Also, oh doch, wir können auch andere Skills machen. Wow. Okay, ist mir egal. Wir machen das jetzt hier einfach mal. Und bei der Jeanne machen wir 35k. Ist okay, würde ich sagen.
Ist okay. So, ich gebe Ihnen jetzt mal die 222 Crit Damage Runen. Trotzdem cooles Monster, ja, also verstehe mich nicht falsch. Sehr cooles Monster, sehr stark, sehr viel Damage und einfach sehr schick und cool, also farmt ihn euch. Alright, so, Shige hat jetzt seine Runen bekommen. 98% Crit Rate haben wir jetzt. Sind ein bisschen schneller, ein bisschen weniger Attack, dafür 222 Crit Damage. 98 Crit Rate ist natürlich mega schick. So, versuchen wir das Ganze jetzt mal in der Arena vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir hier... Ja, warum nicht? Können wir hier einfach mal machen. Wir könnten das genauso behalten eigentlich. Und das Ziel ist, dass wir natürlich einen Defense Break landen. Und dass wir mit Zyros den zweiten Skill machen, also die Dots drauf landen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn das so klappen würde. Oh, sogar die Retail-Formwandlung, okay. Ja, mal, versuchen wir es mal, ob das so klappt. Natürlich könnte wieder Accuracy... Okay. Ja, alles in Ordnung. So, jetzt machen wir mal Dots. Bitte landet Dots, Zyros. Ja. Okay, so. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation, passiert nicht oft sowas, aber könnte man natürlich immer tricksen in der Arena mit so ein paar Debuffern spielen. Jetzt bin ich gespannt, also wir machen jetzt nicht den vierten Skill, sondern nur den dritten. Aber jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden wir bei der Fran machen. 35k mal 2. 70k, AOI, warum nicht? Natürlich jetzt nur bei dem Light Monster diese 70k, aber... Ja, ich wollte es einfach mal just for fun zum Schluss mal testen, euch mal zeigen, wie es aussieht. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schickes Monster. Würde ich auf jeden Fall komplett Full Damage raushauen, weniger auf HP-Stats achten. Sehr viel Attack. Ich würde ihn auch schneller ruhen, ehrlich gesagt. Das wäre ganz schick und ganz viel Crit Rate nehmen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Farmt dieses Dungeon. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Wie ihr den findet. Wir können natürlich hier mit unseren Artefakten noch viel mehr rausholen. Ja, habe ich ja gar nicht jetzt hier ausgerüstet. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, da können wir noch einiges rausholen. Und ja, lasst mich wissen, wie ihr das Ganze findet. Ansonsten, wie gesagt, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Link ist unten in der Beschreibung. Und schaut mal auf Twitter und Instagram vorbei. Da könnt ihr auch gerne mal bei Abstimmung und so Zeug mitmachen. Da erfahrt ihr immer alle neuesten Sachen und sogar ein paar Sachen aus meinem Privatleben. Oh mein Gott. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns demnächst wieder. Samstag im Stream. Ja, denkt dran, Samstag Stream 18.15 Uhr beschwören wir auf meinem Account hier meine Street Fighter 5 Monster. Für alle, die es interessiert, vor dem SW-Stream gibt es ein FF. MMO-Stream, nicht SW-MMO. Ein Final Fantasy-MMO-Stream. Und da könnt ihr zusammen mit mir spielen. Und ja, danach die Beschwörung und danach nochmal Calibria. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns demnächst wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.